Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ja, nach 2,5 Stunden habe ich es hinbekommen, einen Speicherpunkt wieder zu bekommen. Es gab nämlich immer wieder Fehler, dass mein Speicherpunkt nicht mehr verfügbar ist, so gesehen. Also es hat einfach nicht mehr funktioniert mit meinem Speicherpunkt. Und ich brauchte diese JSON-Datei, also JSON-Datei, damit ich das hier wieder alles machen kann. Ich habe schon 3 Verabschiedungsvideos gemacht, weil ich absolut komplett am Verzweifeln war. Aber daher mir das Spiel dann doch ziemlich Spaß macht, habe ich mir so gedacht, komm, ich gib's nicht auf. Wie ich es jetzt im Endeffekt hingekriegt habe, das erzähle ich euch jetzt. Ach, gab keine Überblende. Okay, gut, nee, dann fange ich einfach an. Nein, also, eigentlich war das überkompliziert. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei mir der Fehler ist, weil diese JSON, ich nenne es jetzt JSON-Datei, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, da gibt es auch als JSON Legacy und die hatte ich immer nur für den, oder vom 2020, Entschuldigung, vom 9.12.2020, also knapp ein Jahr alt, heute ist der 3.10. und da war mein Speicherpunkt so alt, dass ich mir so gedacht habe, ne, das tue ich mir nicht an. Da war Tag 74. Wir sind bei Tag 104. Wie ich es jetzt im Endeffekt wirklich hinbekommen habe, ist, ob das daran liegt, weiß ich natürlich nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich hatte das Spiel immer auf der NVMe-Festplatte. Ich habe das Spiel komplett deinstalliert, den Ordner aus Steam-Apps, also den Stranded Deep-Ordner aus dem Ordner Steam-Apps-Ordner, aus dem, habe ich dann auch gelöscht, also in Stranded Deep Ordner, nicht in anderen. Und dann habe ich das Spiel neu installiert und dann stand da schon, wo ich den hin installieren möchte. Also habe ich den dann halt, oh Gott, das ist, Alter, dann habe ich den auf die Festplatte D, also halt auf die SATA SSD gepackt, also könnt ihr natürlich auf eine HDD auch packen und auf was weiß ich was. Und dann hat's funktioniert. Ich hab's zweimal deinstalliert, sogar das Spiel. Boah, ich könnte wieder mit dem Video schon wieder von vorne anfangen. Aber jetzt ich drauf. Weil ich habe das schon eben gerade schon einmal gemacht, das Video. Und hab mir auch so irgendwie, weiß ich nicht. Da war ich fix und fertig, dass es überhaupt funktioniert hat, endlich hier. Ja, also kurz und knapp. Ich habe das Spiel deinstalliert, den Stranded Deep Ordner im Ordner Steam Apps gelöscht. Und hab den Ordner dann, nee, nicht den Ordner, das Spiel auf einer komplett anderen Festplatte installiert. Ob das jetzt natürlich auch das Ziel war, warum es wieder funktioniert, kann ich euch natürlich absolut nicht sagen. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Speicherpunkt dann doch wieder habe. Gut, jetzt noch mal ganz kurz zu einer anderen Geschichte. Und zwar kam jetzt die Version 0.9 raus. Was bedeutet, wir haben endlich einen vollwertigen Multiplayer. Also kein Schwachsinns, was war das? Blitzscreen-Kram. Und darüber bin ich auch schon sehr froh. Ja, ich war schon einmal drin, hab nochmal zwischengespeichert, bevor ich das wieder ausmache, nicht, dass das dann wieder nicht funktioniert. Ich hatte nämlich immer die Kiste auch noch mit dabei, wo ich mir so dachte, boah, mach ich jetzt 4 Kisten? 3 reichen da völlig aus. Okay. So, jetzt muss ich hier auch wieder selber reinkommen, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich hier genau alles gemacht habe, was ich überhaupt vorhatte. Ich weiß nur, dass ich Lehm geholt habe. Sehr schön. Den bringe ich mal kurz zur Insel 2. Ich hoffe, dass ich die Inselgruppen nicht nochmal geändert haben. Da, okay. Ich paddel mal kurz rüber. Ich mach das mal ganz kurz, glaube ich, ohne Cut.
Grafik hat sich leider nicht geändert. Also ich habe schon geguckt natürlich im Grafikmenü. Ich glaube, es sieht ein bisschen anders aus. Also geht er hier nicht. Kann er aufstehen? Geht das dann? Ja. Ob es denn vielleicht... Okay, es gibt noch nicht Deutsch. Da gucke ich halt auch noch nach. Aber ich bin trotzdem am Überlegen, das mit dem Koop-Spieler, also mit dem Multiplayer, das dann mal ernster zu nehmen. Dass man dann vielleicht sagt, ja, okay, komm. Das wird vielleicht dann immer hin und her kommen. Eine Woche Singleplayer, eine Woche Multiplayer. Ich bin froh, dass ich meinen Speicherstand wieder habe. Super froh. Aber ich habe zuerst gedacht, wo ich ins Spiel reinkomme, komm, ich fake das nochmal, dass ich meinen Speicherpunkt wieder habe. Weil beim ersten Mal habe ich mir so gedacht, ja gut, das kann ich zusammenschneiden, dann sieht man ja, dass man zusammengeschnitten hat. Und dann denkt ihr euch wahrscheinlich auch so, hä? What? Da habe ich mir so gedacht, beim zweiten Video bin ich reingegangen, ich so, boah, ich habe meinen Speicher, wie geht das? So richtig so, wo ich mir so gedacht habe, nee, das kann ich nicht bringen, das ist da total gespielt und richtig schlecht. Ja, dennoch bin ich mega froh, dass ich meinen Speicherpunkt wieder habe. Ja. Und nach 2,5 Stunden ist man dann, glaube ich, noch mal ein bisschen glücklicher darüber. Ich hoffe sehr stark, dass das auch meine Inselnummer ist. Ja! Oh Gott. Ich hoffe auch sehr stark, dass das meine Insel Nummer 2 ist. Okay, ich bleib doch dran. Ich will eigentlich den Heirat zugucken, aber... Nee. Weil wenn nicht, dann geht's ja schon fast wieder von vorne los. Yeah. Das müsste die Insel Nummer 2, wenn dann, sein. Weil ich habe mir ja ein Video angeguckt und ich bin nicht 2 zurückgeschwommen, oder? Ja genau, doch da ist schon das Haus. Gott sei Dank. Ich weiß auch leider gar nicht mehr genau, was ich vorhatte. Das ist bei diesem Spiel immer so. Man spielt es. Dann spielt man wirklich 3, 4, 5 Folgen. Also 2, 4, 6, 8. Naja. Gute 1,5 bis 2 Stunden. Danach denkt man sich so. Man macht jede Woche ein Video. Man hat jetzt 5 Videos. Also 5 Wochen, über einen Monat spielt man das gar nicht mehr. Na gut, 103. Und dann soll man auf einmal wieder ins Spiel rein und auch komplett wissen, was man gemacht hat. Das ist gar nicht so leicht für mich. Ja. Jetzt sind wir immer wieder zurück. Ich meine, klar, in der Vorfolge sind wir natürlich rübergeschwommen und jetzt direkt wieder rüber. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich glaube, ich wollte immer weiter. Bis ich dann mal auf irgendeiner ganz neuen Insel lande. Herrlich. Obwohl ich auch mal gerne in Tag 75 reinguckt hätte. 74. Nein. Egal. Immer mit. Immer mit. Und immer mit. So, ein bisschen mal einsortieren hier in die gute Stube. Hier ist Essen drin. Du warst leer. Hier ist Holz. Was habe ich denn überhaupt? Okay. Gut. Oh, verdammt. Hier sind die ganzen Motorteile. Habe ich auch nicht. Steine. Dann kommst du jetzt hier hin. Ja, das war's schon. Okay.
Hä? Hutcontainer. Kann ich nicht mehr bewegen. Die Lampe kann ich bewegen. Dich nicht. Warum nicht? Warum kann ich dich nicht mehr bewegen? Ach komm. Vielleicht irgendwann später. Okay, wegen dem Motorteil, sag ich mal. WTF, warum habe ich davon so viele gefunden jetzt? Oh, cool. So. Euch habe ich doch hier irgendwo gesehen. Leder. Futterdosen. Kompass. Nee. Fernglas. Hammer. Nein, wie? Wieso das denn? Hab ich doch erst gemacht. So. Jetzt kann's lieben gerne schütten ohne Ende. Gerne, das regnet aber irgendwie gerade, oder? Man hört den Sound, aber man sieht's nicht. Okay. Hammer. Ich wollte jetzt doch mal kurz an den Hammer gucken. Da. Oh, wo ich das letzte Mal war, gab's nur noch drei. In einem Container. Stoff. Holz und Metall. Seil. Leder. Lampe und Maßkartusche. Zeige es einfach mal. Hier. Jetzt für euch denn? Ja, gut, das reicht mir schon. Oh, das hätte jetzt aber nicht so gut ablaufen können. Da. Ach, kann man auf dem Stecken. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier habe ich schon mal diese Motoren drin. Auspuff. Hier. Alles drin. So. Okay, das war alles leer. Okay, jetzt auf hohe See möchte ich nicht unbedingt. Ich finde es cool, dass es hier einfach bei der Insel so abgehackt ist. Man sieht leider genau wo, aber ja gut, haben sie eigentlich ganz, ganz, ganz geschickt gemacht. Halt schon. Halt ist gut. Knallt ganz schön, ne? Läuft schön an. Rickstation. Waren die alle voll? Ich glaube, die zwei waren leer und die zwei waren voll. Kann ich. Ja, Moment mal, kann ich gar keine Kisten mehr bewegen? Doch, die ja. Jetzt kann ich dich nicht bewegen.
Naja, was auch ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal. Irgendwann kann ich dich vielleicht mal wieder bewegen. Okay, jetzt ist natürlich das einzige Doofe. So fahre ich nicht raus. Ich überlege auch was anderes nochmal. Wollte unbedingt mal gucken. Da muss ich. Kann ich nicht scrollen? Also doch nur scrollen. Manchmal steht ja ganz unten was, aber. Ja, schade. Ja, ich wollte gucken, ob es irgendwie eine Option gibt, dass Bäume nachwachsen, aber leider Gottes nicht. Was bedeutet der extreme, enorme Baum bzw. Palm bzw. Holz? Bleibt immer noch ein sehr seltenes, sehr seltener Gegenstand. Leider. Was bist du denn? Ah. Das gute Wetter hört auf. Hab ich gerade eben noch mal ganz fix was überlegt. Dass ich hier wenigstens mal ganz fix die Sachen hier alle klein haue, dass ich dann hier noch mal was habe später. So. Hätte ich mal machen sollen. Ja, egal. 2, 3, 4, 5 und 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt. Gut, dieser Heavy Rain hat aufgehört. Ach so, was ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich habe mir einen Arbeitskollegen nochmal geguckt, weil der hatte das auch mal gespielt und da habe ich zu ihm gesagt, ja. Er hat ja mich gefragt, ob ich schon das Turm. Oh, ich habe es gefunden. Ach so, das war auch noch eine andere Insel. Alles gut. Genau, von diesem Pfeil bin ich ja so gesehen genau in die andere Richtung geschippert. Stimmt, so war das. Genau, entweder bin ich dann zu der oder halt zu der. Ich glaube tatsächlich eher zu der. Ja. Und da haben wir... Ja, oh, ich muss ja einmal ausreden. Alter. Da haben wir halt geguckt, warum ich denn nicht zum Flugzeug komme. Es gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es dieses Endflugzeug so gesehen nicht. Und ja. Was bedeutet, ich kann dieses Spiel auf diesem Speicherpunkt normalerweise, glaube ich, ups, Entschuldigung, niemals zu Ende spielen.
Vielleicht jetzt, vielleicht nach diesem Update jetzt, nach der 0.90. Kann dann natürlich jetzt wieder sein. Weil er hat auf jeden Fall die Welt. Ja, wie soll ich sagen, die Welt hat er neu generiert, so gesehen. Vielleicht habe ich ja jetzt Glück und es funktioniert. Gut. Kleines Infovideo und ein kleines Zurückfahrvideo. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wahrscheinlich dann auf der oder auf der Insel da wieder. Ja gut, wahrscheinlich dann hier trotzdem wieder und... Boah, das war jetzt aber nervenaufreibend. Gut, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt einen Daumen und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.